herzlich willkommen bei uns auf unserem Kanal, der Crawling Stones. Wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Mal im neuen Format, auf Wunsch mehrerer Zuschauer. Nicht mehr mit Dauerschleife-Musik durch, sondern heute mal ein bisschen mit mehr Kommentar dabei. Ich bin der Geri, die reizende Lady da neben mir. Das ist meine Frau, die Johanna. Einmal schwenken. Hi. Genau, und wir sind beide heute unterwegs zu unserer allerersten Crawler-Competition. Wir sind schon mega gespannt, was uns da erwartet. Wir freuen uns schon mega drauf, vor allem weil wir viele Bekannte und Freunde wieder treffen. Und das Ganze ist in Graz. Und wir sind da bei den Austrian Scale Adventures. Ja, und wir sind da jetzt auf dem Weg hin. Jetzt holen wir noch schnell einen Kumpel ab. Und wir sehen uns dann. Bis dann. Wir sind jetzt da. Jetzt. Ich sehe gerade, weil ich zusammen bin. Okay, Entschuldigung. So, Cut. So, wir sind jetzt da. Ich bin immer noch drin. Das ist das ganze Gelände da. Mal der erste Eindruck. Jetzt werden wir mal auspacken. Fuß. Und einen Kaffee trinken natürlich. Früh sind wir noch nicht da, aber wir sind noch schon recht früh da. Und. Jetzt werden wir dann nochmal eine kleine Streckenbesichtigung machen. Schon mal ein Werkzeug mitnimmst, wenn du mit der Einstellung schon mal da mitfährst, dann. Ja, weil ich weiß, dass meine Gegner alle immer Probleme haben. Wir versenken ja 30.000 Euro Audi im Straßengraben. Ja, genau, so ist es. Wir versenken 100.000 Euro Audi. Und da wir die Buben wahrscheinlich waren, können wir uns immer noch solche ausleihen. Mal schauen, was da alles von den Tonschätzen sind. Mal eine kleine Runde schauen. So. Hey, da sitzt doch einer da. Hallo! Hallo! Also da bin ich gekommen. Halt nur mit einem Auto unterwegs? Nein, ich habe zwei. Da habe ich da hin. Ah, da Defender. Super. Der Defender. Ja, alles um. Alles mit dem muss ich zuerst eine Runde fahren, dass die Strecke gefestigt ist. Genau. Das ist jetzt aber genau. So, wir machen jetzt mal die erste Streckenbegehung. Mal schauen, was uns erwartet. Mal schauen, die Taktik ein bisschen besprechen, gell? Ich hab meine Rennjacken auch vergessen. Ich gehe mal davon aus, dass es für die 1,24 ist. Ja, das hoffe ich. Sonst wird es mit meinen 6x6 ein bisschen knapp da. Gut, ich steig da mal aus. Das ist aber für einen 1,24 schon wild, gell? Du, die Stabart kann ich aber brauchen. Da oben, da oben, Alter, über die Wurzeln drüber. Das schaut immer schön. Ja. Aber no risk, no fun, Alter. Ja, wer weiß, vielleicht werden wir überrascht. Ja, wer weiß, ich bin noch nicht gefahren mit dem Kader. Hey, wo bist du? Strecke 1, Rumpelstelzchen. Also da außen, das ist ja gut. Ja, das ist schon mal gut. Ich glaube, da habe ich kein Problem mit dem Auto. Nein, ja, schön links fahren, gell? Schön da. Wenn du da raufkommst, kippt er. Ja, aber zwei rechts seid ihr auch nicht, gell? Ich glaube eher, durch das, dass das so mausig ist, wird er da rutschen anfangen. Also da schreiben ein paar Minus, glaube ich.
Also? Ich will nicht als Erster fahren. Nein, ich auch nicht, weil ich warte bis ein paar gefahren sind, aber dann ist die Strecke nicht. Genau, ja. Dann sehen wir gleich einmal, was wie es nicht sein soll. Das geht's gerade, aber dann ist uns der ganze Scheiß zu weg. Oder nicht eigentlich im Video gesagt, das wird das lachen. Da aber okay. Wird es spannend, gell? Da aber wird es spannend, aber machbar. Das da, das wird spannend. Alter, ich bin so froh, dass ich meinen Hocken montiere. Weil wo fährst du da jetzt am besten, da ohne dass du aufsetzt? Schnell drüber. Ja. Aber mit einem Gasschub drüber. So ist es, ja. Das wird spannend werden da, ja. Da wirst du mit deinem Starter ja, ich wollte mir zwei kleinere Raffen drauf. Weil da oben wird es gefährlich zwecks Capen und da oben. Ja, du kannst sonst nur den Baum hernehmen als Stütze, weißt du? Ja. Oder retour rüberfahren. Oder du schneißt ihn weg. Na, retour, ich fahre noch mit der Winch. Okay, das war mal Strecke 1. Rumpelstelzchen. Hashtag 1. Aber von der Breite von der Strecke hätte ich mit meinem anderen auch Probleme. Aber da steht es schon mal garantiert, aber da oben. Ja, da nimmt das Band 100%ig mit. Also, das wird der knappe Stein, ja? Also da. Ja, da wird es eher spannend. Ja. Alter, ich sehe ganz viel Winch einsatz, gell? Ja, passt eh. Ja, sonst habt ihr es ja alle, wenn wir sonst kaufen. Uiuiui, rutschig! Ja, genau. Ich glaube, wenn man jetzt schon so rutscht. Also, ich weiß, ich werde da stehen und werde mein Auto ein paar Mal fangen. Ja, gehört dazu. Wir können aber auch nächstes Mal einfach auf der A2 einen Crawler-Wettbewerb machen. Das war super! Da bin ich auch dabei. Es ist 4 Meter Seil drauf. Ich bin gespannt, wie viel du dir wieder einsteigern anfängst. Alter. So wie ich, nur einen Schuss nach dem anderen Baum. Ne? So wie wir oben, weißt du? Wahrscheinlich, ja. Ja, was der Ehrgeiz ist schon ein bisschen dabei, ja, gell? So ist es nicht. Wir gehen. Scheiß mir da nichts, ich kenne das. So, jetzt bin ich irgendwie eingestiegen. Ich selber schon wieder da. Mach die Augen auf, was hast du denn? Du wichsigst du. Jetzt kommt die technische Abnahme. Jetzt schauen wir mal, ob unsere Fahrzeuge überhaupt dem Reglement entsprechen. Oh, jetzt wird's ernst. Wie hoch dürfen die Reifen sein? 121, da fährst du sicher nicht. Ja, das Wetter spielt Gott sei Dank derweil auch noch mit. Kurz zusammengefasst, wir haben für euch drei Strecken gesteckt, ja, was ihr mit den 110er Fahrzeugen fahren könnt. Ja, finden Sie alle da hinten im Wald unten, wir gehen auch jetzt einmal runter. Von diesen drei Strecken sind zwei Fahnstrecken und eine gewertet. Ja. Die gewertete Strecke wird dann zu einer Fahnstrecke, wenn alle die gewertete Strecke gefahren sind, was diese fahren möchten und können. Ja. Dann wird sie freigeschalten, weil sonst ist es unfair. Uns tragen die Leute, die Fahrstrecken fahren möchten, auf die Strecken ab und hinten aus, sie fahren dann gewertet und dann ist sie unfahrbar. Ja. Deswegen alle zuerst auf der gewerteten Strecke fahren, was möchten und dann bis zur Fahrstrecke. Ja. Die wichtigen Eckpunkte sind, es sind ganz normale Stecker da gesteckt, oder so Grillspieße. Es ist mit einem Abschwerbandel verbunden. Ja. Das heißt, beim Abschwerband nicht anfahren und bei den Stecken, bei den Steckern nicht anfahren, dann gelten die Strafpunkte. Ja. Ihr dürft alles verwenden, was am Auto oben ist. Seilwände, Rafen, Sandblech, was auch immer das oben ist. Ja. Dürft ihr straffrei verwenden. Deswegen nutzt das bitte aus. Ja, an manchen Stellen braucht es das. Ja. Andere Stellen einfach bitte nicht stur drauf hinfahren, einfach kurz einmal nachdenken. Auch wenn ich so anfahre, ich hoffe es dann doch mit Arme durchfahren. Ja. Es sind alle Strecken, die gesteckt sind, getestet. Ja, es ist alles fahrbar. Ja. Bitte ein bisschen nachdenken, dann ist es ganz sicher fahrbar. Ja. Wenn ihr das Reglement durchgelesen habt, ihr habt Joker. Ja. Ihr habt drei Joker zur Auswahl. Ja. Der eine Joker ist ein zusätzliches Hilfsmittel. Das heißt, wenn es nicht drüber kommt, auch da hinten liegt der Stein, ich nehme den Stein, lege den dort hin, fahr drüber, tue den Stein aber nachher wieder weg. Ja. Hilfe von einem Freund. Das heißt, wenn ihr jetzt fülle mit zwei oder mit mehreren Leuten da, läuft denjenigen aus, der kann sich mit seinem Auto hinstellen. Wenn man Freunde hat. Also fällt der Joker schon mal weg. Der kann euch nachher dann rausziehen, beziehungsweise aus der Situation rausziehen. Ja? Und
der dritte Jogger ist nochmal neu. Ja, das heißt, ihr denkt, boah, warum bin ich da jetzt so blöd angefahren? Ich nehme das Auto, steige dort hin und zurück, wo es mir passt, ja, und fahre diese Stelle nachher noch einmal an. Nach vor geht nicht, gell? Bitte nach hinten. Ja. Wie gesagt, die gewertete Strecke ist mit dem Wertungsbogen gewertet. Es werden der Martin, ich und die Michi werden diese Strecken bzw. eine Strecke werten. Ja. Es gibt auch das Geldpunktesystem. Ja, das heißt, die Leute, was unter den ersten Plätzen halt drinnen sind, ja, wo man sagen, ah, da können sie ein besseres Platz ausgehen, werden auch dann einfach noch einmal von uns gewertet. Ja. Das heißt, dann werden Punkte abgezogen. Wenn jetzt zum Beispiel einer mit einer Hardcover antritt, wenn einer ein komplett aufgebautes Interieur hat, was das Auto einfach auch steifer macht. Ja. Wenn es Sachen sind, was die Fahreigenschaft beeinflussen, ja, dann kann euch das nahe zum Schluss nachher dann Plätze retten. Ja. Das heißt, ein AC2-Auto mit einer Lexan-Karo kriegt natürlich weniger Punkte, ja, als wenn einer da was erwartet hat, was die Karo hat. Ja. Wir machen noch eine Hill-Climb, ja, der ist da schon unter dem Baum aufgebaut. Ja. Da wird gemessen, wer den besten oder den steilsten Winkel erreicht. Ja. Das heißt, wir fangen bei einem gewissen Winkel an. Ja. Ziel ist, ganz nach oben zu kommen. Ja. Also das Auto wird ganz noch einmal explizit. Dass wenn ein Auto ganz oben ankommst, du musst wirklich beim Baumstamm mit der Stoßstange anfahren, dann bist du oben, dann ist das Ziel erreicht. Ja. Wenn das geschafft ist, dann wird wieder um einen Prozent, also um einen Grad nach höher gestellt und dann geht es wieder von unten los. Dankeschön, bravo! Bravo! Du schaust nicht so blöd. Du bist halt gut drauf. Super. Hat das so mutig, oder? Ich würde gerne nicht mehr mitfahren, weil wir die Hände nicht mehr haben dafür. Ich hab schon Bier. So, liebe RC-Crawler-Freunde, jetzt geht's los. Wir sind jetzt auf dem Weg hin zum Wettbewerbsparcours. Da neben mir ist der Horst Köck. Mit Kamera schon, wie es ausschaut. Was sind deine Erwartungen für heute, Horst? Dass ich nicht nass werde. Die Spannung steigt. Mrs. Flower Power. Die gewertete Strecke ist die blaue. Okay, ja. Die blaue ist die gewertete. So dazu habe ich eh mit den Schütteln gekennzeichnet. Wie ihr wollt. Wer ist das Opfer als erstes? Ich fahre. Ihr wollt. Die World Taking ist Opfer. Thank you.
Applaus!
Schönste Lackierung und das. Und, ah, stopp. Dreht euch um. Best Old Look. Wenn sein Auto schon am besten. Gratuliere! Old aus, ja, old aus. Alles umdrehen. Alles umdrehen. Nein, ich muss euch Bravo! Super! Nimmst am besten die Urkunde und legst vor das Auto. Ja? Der blau-weiße, Best Paint Job. Schaut von der Lackierung her einfach am geilsten aus. Gratuliere. Bravo. Bravo. Ja, aber ein Auto haben wir einfach nicht ausgrünen. Und das hat eigentlich gleich zwei Preise angerammt. Wir haben Best of Scale und Best of Interieur. Wenn sich das Auto anschaut, ja, kommt mir nicht wirklich aus, gell? Wer sonst? Ja, alles Gute. Alles Gute. Bravo! Passt bitte auf die Urkunden auf, da sind überall kleine Scale-Urkunden aufgeklebt, gell? Für die Scale-Garage oder was auch immer. Ja? Fotoshooting ist eröffnet. Dann machen wir gleich weiter mit der Siegerehrung von der gewerteten Strecke. Es war sehr, sehr ausschlaggebend von den Scale-Punkten. Ich habe gesagt, ihr kennt das ASA-Scale-Punkte-System, wenn das Auto speziell ein Scale-Artikel hat, wenn es speziell ausgerüstet ist, da werden Punkte abgezogen. Ja. Bei den ersten paar hat es nicht viel verändert, weil die ziemlich gut gefahren sind, aber hinten raus hat sich ordentlich was getan. Ja. Durch das Scale-Punktesystem kann man natürlich noch ins Minus gehen, wenn man wenig Fehler macht, dann kommen die nächsten Punkte dazu, dann geht man automatisch ins Minus. Ja. Das heißt, der dritte Platz ist der Christian. Super! Bravo! Bravo! Wir haben jetzt dreimal Minusbereich mit 790, 840 und 890. Also, nur das ungefähr wisst. Ich bin begeistert, so super Christian. Ja, ich bin überrascht. Schön. Vom Modell von Leninger, Akku. Oh, das ist auch noch wieder sehr geil. Und Wander. Danke vielmals. Und das ist von uns. Dankeschön. Danke. Peter Doppler. Also noch immer. Jo. Zweiter Platz, der Andreas. Bravo. Ich hier auch ein Akku vom Modell von Leninger. Bravo. Und ein Goodie von uns. Und erster Platz, Stefan. Super. Bravo. Einmal in die Mitte. Ja, danke. Goldene Mitte. Goldene Mitte. Ebenfalls ein Akku. Ein
und ein. Gratuliere! Bravo! Bravo! Das ist der Stolz. Ja, sicher. Muss sein. Das ist wie die Waschelpfeife. Entschuldigung. Stimmt eigentlich, ja. Aber sie wollen mal ein bisschen hinschauen. Wie heißen die vom Lucky Luke? Die Daltons! Die Daltons, sag jetzt! Gut, der nächste Punkt war nachher dann Verlosung und Hitlerclan. Ja. Was wollt ihr jetzt erst? Wurscht, Verlosung. Wollt ihr Verlosung zuerst? 2 Euro Einlos. Es gibt die Akkus vom Modell Bolininger zum Gewinnen. 5000 mAh, 3S, 35,50C, ein Akku hat einen Wert von 60 Euro. Ja? Wegschauen, wuddeln, eins aus. Was? So, was haben wir? 600. Jawohl, danke sehr. Brav, da ist er. Bitte sehr. Ja, das Eis hat's gebrochen. Super. Ja, bitte bleibt mal nachher nur. Oder bleibt da nicht fortlaufen gleich, wir müssen nachher noch ein Foto machen, bitte. Okay? So. Gut schon, danke. Eins rausziehen. Was? 681. Das ist ja, super! Super. Dem! Sauber! Dankeschön! Bitte zusammenbleiben, gell? Nein, ich hab's gesaugt! Ja, wenn wir da kehren! 645! Sauber! Hey, ja, bravo! Bitte schön. Leiber. Kurz nochmal zur Erklärung, ja? Ja. Ihr stellt euch da jetzt in einem Kreis auf, ja, beziehungsweise das ist eh schon Satz. Ja. Und der erste, der unten ist, fährt der links vorbei und stellt sich wieder hinten an. Ja. So, du musst einmal am Ausschlag, was das Auto nachher runternehmen oder du musst noch gerade runterhängen. Ja. Wenn der letzte durch ist, dann ende ich wieder im Winkel und dann sagt das Spielchen von vorne an. Ja. Im Endeffekt, wenn du das erste Mal rauf, ich könnte mal schauen. Ein Anlauf, also er fährt es wirklich sauber, bis zum Anschlag, ich fahre es ganz normal nach oben. Ja. Da oben aussteigt, hat es geschafft. Ja. Wir sagen gleich weiter, weiter. Was nicht geschafft hat, dann muss ich es nicht. Gut.
Auto. Nicht so gar nicht, gell? Ja. Zählt, oder? Ja. Ja, wollen wir nicht schauen. Was denn messen wir sie? 1,70. Wunderbar. 1,73. 1,75. Yeah, baby! Liebe Leute, das war's für heute. Der Tag ist leider schon vorbei. Aber es war eine mega geile Veranstaltung, muss ich sagen, gell? Sehr zu empfehlen. Ich habe zum Glück wenigstens einen Preis abrahmen können. Das war der Hillclimb Champion. Hillclimb Master bin ich, so, Entschuldigung. Ja, was sagst du noch dazu? Es war einfach alles mega super gewesen, lustig gewesen. Ja, kann ich auch einfach nur bestätigen. Die Zeit ist echt schnell vergangen, was mich wundert. Als Frau. Für Frau, ja. Und ja, es macht echt Spaß. Passt. Danke. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Eins haben wir noch vergessen. Lieber Marco, liebe Michaela, lieber Martin, danke vielmals für die Organisation, für die tolle Veranstaltung. Gell? Wir wissen, dass das sicher sehr viel Arbeit ist und ein sehr großer Aufwand ist. Gell? So ist es. Das wissen wir sehr zum Schätzen und darum trotzdem nochmal tausendmal danke. Gell? Und war mega geil. Passt. Bis dann. Tschüss. Ciao. Eins haben wir noch vergessen. Danke an Modellbau Lendinger für die Preise, die ihr uns zur Verfügung gestellt habt. Gell? Passt. Danke. Jetzt haben wir es. Ciao.